gar nicht. Du kleine Wildsau. Das geht ja mal gar nicht. Pass mal auf. Mal gucken, ob das geht. Ne, geht nicht. Oder geht's vielleicht doch? Doch, es geht. Wenn mein Mauspad mal das machen würde, was ich ihm sag. Nee, doch nicht. Telefon, Handys funktionieren auch unter Wasser? Unfertiger Raum. Ja und, hab ich doch gar kein Problem mit. Stinkend. Komisch. Sims stinken nicht gern, aber was noch wichtiger ist, stinkende Sims sind nicht sehr beliebt. Na und? Ist das mein Problem oder deins? Derartige Situationen sollten um jeden Preis vermieden werden. Man kommt nur schwer darüber hinweg, weil Sim in Hose gemacht hat, während andere dabei zugeguckt haben. Pech gehabt, würde ich sagen. Ein Schwarz-Weiß-Foto machen. Von dir oder von... Nee. Von dir will keiner ein Foto haben. Wir wollen dich alle so schnell wie möglich vergessen. Hoffentlich. Ich könnte sie auch in die Folterkammer stecken hier. Der gleiche Effekt wie im letzten Tutorial. Elektroschocktherapie, natürlich. Ne? Aber jetzt ist er schon im Wasser. Ich kann nicht teleportieren, wenn ich im Wasser bin. Zum Beispiel. Da müsste ich jetzt wieder das Gitter wegmachen und sie rauslassen, rüber teleportieren. Habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Mal ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Ehrlich. Gut. Objekt? Nee. Natürlich abschließen. Alle. Alle außer mir abschließen. Alle. Wo ist denn der Vogel? Ist der immer noch da? Kuschelbär von Wackelkopf nehmen. Scanakiwi Plukasamaki Tashini Block Furka. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hinübergehe. Hier hingehen? Der nimmt den Daddybär mit? Oder wie sieht? Ja, toll. Du sollst nach Hause gehen, du kleiner dreckiger Arschlappen. Die Bäume stören etwas. Hier hinge. Jesse kurz Paparazzi. Natürlich. Richtig. Zur aktiven Familie. Der geht wirklich mit dem Daddybär heim. Wir haben einen Daddybären geklaut. Yeah. Wie wäre es mit heimgehen? Ah, es funktioniert. Picknickkorb. Danke. Gibt es mich wirklich? Weiß ich nicht, ob es sich gibt. Ich bin froh, wenn ich nicht drüber nachdenken muss. Moment. So, genau. Lass das fallen, blöde Kuh. Ich glaube, jetzt geht's los. Hierhin teleportieren. Ich weiß noch nicht, was ich mit dir mache. Ich stelle dich hier schwarz ab Stellgleis. Und bis ich weiß, was mit dir, werde ich dir erst einmal hier den Saft abdrehen. Ausschalten. Dieses Licht. Du brauchst kein Licht. Ich habe nur nie gehört, dass Disteln Licht brauchen. Oder Unkraut. Oder so ähnlich. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade? Achso. Wo ist eigentlich gerade mein Stefan? Ach, der ist schon im Bett. Okay. Ja, der Vogel ist auch im Bett. Alles schön schlafi schlafi machen. Heia, heia.
Heia, heia, wie die Geier. Streichel meine Eier. Die träumen, er träumt von Erwin. Igitt. Was ist denn das? Ein Glückskeks? Ein Kopfkissen. Die leuchten, eine leuchtende Idee. Nee, warte mal, wie war das? Eine Idee? Wenn, hoppala! Oh. Gott, mir so leid. Mein Name ist Hase, ich weiß von ihm. Hungrig. Wirkt unheimlich. Dreckige Umgebung, Müll, Abfall und Schmutz tragen nicht gerade zur Verschönerung der Umgebung bei. Hoppala, was war denn das jetzt gerade? Die Habseligkeiten von Emilia Hüfgold sind alle dem Inventar von Jesse kurz hinzugefügt. Wieso eigentlich der? Was hat die bitte schon damit zu tun? So, was steht gerade Scheiß drauf? Ich weiß von nichts. Mein Name ist Hase, Bugs Bunny. Was mache ich mit dir am besten? Ja, was mache ich jetzt mit dir? Was mache ich mit dir? Wo tue ich dich jetzt hin? jetzt tue ich dich erstmal hier rauslassen. Schnauze! Blöde Kuh. Nein! Nicht doch. Ab ins Wasser mit dir. Nackt baden? Auf der anderen Seite möchte ich sie eigentlich nicht nackt sehen, aber wenn die jetzt nackt badet, dann was? Holla! Holla! Also wirklich, also das ist ja pervers. Okay. Nackt baden gegangen. Während meine Freundin ersoffen ist, bin ich nackt baden gegangen. Könntest du vielleicht jetzt endlich einmal... Also. Ich bin nicht nur nackt baden gegangen, ich bin auch nackt ersoffen. Auf Deutsch gesagt. Tschüss. Deine Klamotten hab ich. Kann ich gar nicht nehmen. Nein. Lautstärke ändern, stumm schalten, dankeschön. Wie mache ich das mit den Gräbern hier? Das ist jetzt eine Frage, ne? Mache ich das so oder mache ich das so? So. So? Und so. Genau. Oder mache ich das so? Hoppala. Machen wir so. Genau. Die Anne müsste dann auch gleich soweit sein. Wenn es nichts hilft, dann trinkt man es in der Badewanne. Wie pervers. Das ist ja mal was, ey. Geht. Ja, Puteifel, ja, hat die einen. Ja, gut, sind Barbie-Puppen. Wird man also nicht viel sehen können. Ist auch uninteressant bei so einer alten Schachtel. Wurscht, egal. Guck mal, schau. Das Badezimmer füllt sich langsam mit Wasser.
Okay, da badet auch jemand. Wir wollen aber nicht zugucken. Ich bin nicht scharf drauf, einen nackten Männerarsch zu sehen. Vielleicht er hier, weil er träumt ja von Erwin. Des Nachts. Ach, Erwin. Ach, du. Ja. Wo rennt er denn jetzt schon wieder hin? Wir hatten die Delle aufgeräumt schon wieder. Welcher Pfeifenlutscher. Schlecht. Sag bloß, der will jetzt... Jawohl, lass einfach am Boden fallen. Ist doch wohl strittig fest. Wie wär's, wir machen jetzt Frühstück. Nicht Frühstück essen. Frühstück servieren. Waffeln. Waffeln verdorben. Oder warte mal. Frühstück servieren. Waffeln. Kann ich nur Waffeln machen? Manno. Einen Geist sehen, das kann ich dir erfüllen. Das ist kein Problem. Waschmaschine kaufen. Von mir aus. Eggio. 11.600. Davon müssen wir abdrücken. 2.500 für den Paparazzi. Beim Nachbarn bleiben 9.100 übrig. Rechnet, ich brauche 15.000. Nur mal so nebenbei. Den Teller stellen wir mal daher. Also gut. Machen wir so. Sag bloß, sie ist immer noch am Schwimmen da unten, die alte Zicke. Ach ja, das kühle Nass umspült mein... Ich will's gar nicht sagen. Gordon möchte Meisterkoch, Küchenprofi und Gourmetkoch werden. Um dieses Ziel zu erreichen, muss er viele Stunden am Herd schwitzen und seine Nase häufig in Kochbücher stecken. Nein, Arschritzen wird ihm nichts bringen, ne? Weil wenn er seine Nase in Arschritzen steckt, dann wird er nichts lernen. Doch wer so viele Köstlichkeiten auf den Tisch zaubert, wird niemals einsam sein. Man steckt seine Nase nicht überall rein. Vor allem nicht den Arsch ritzen. Nein. Was soll denn das hier? Die Habseligkeit von Emilia Hüftgold. Ja, ja, von mir aus. Können wir vielleicht jetzt mal nach oben gehen? Das deprimiert mich da unten. Dann werde ich ganz depressiv und dann denke ich noch über Gott und die Welt nach. Geh weg. Geh pui. Arschloch. Du dummes Arschloch, du dummes Tor. Ja, habe ich so gut platziert den Müll im Zimmer. Da müssen noch mehr Müllberge her, das geht gar nicht anders. Obwohl, pass mal auf, es gibt eine Möglichkeit, noch ein bisschen mehr Müll zu machen. Wenn man nämlich hergeht. Schnauze. Wir kaufen jetzt ein bisschen ein, pass mal auf. Das war unter Geräte was. Geräte und zwar das hier. Hochsicherheitswäschekorb. Ich habe einen Pfeifen im Ohr gerade. Scheiße. Jetzt ist weg. Gut. Jetzt lassen wir überall Kleidungsstücke liegen. Hier könnte ich vielleicht auch mal einen neuen Anzug beschaffen, oder? Du hast das kaputt gemacht. Beschwer dich, Vanette. Du wolltest nackt baden. Blöde Kuh.
nicht schlägern sich wieder.